Also wir befinden uns hier in St. Georgen, ist eine Fraktion von Bruneck. Und da ist auf einer Fläche von 2500 Quadratmetern ein neuer Lebensraum entstanden. Wir als Gemeinde haben eben gesagt, okay, wie kann man diese Fläche gestalten? Und so war es ganz, ganz wichtig, die Kinder und die Jugendlichen zu involvieren in diesen Prozess, wo man sich einfach fragt, wie soll dieser Lebensraum, dieser neue ausschauen? Dieser Lebensraum befindet sich zwischen Schule, Kindergarten, Kita und dem Haus der Vereine. Und wie kann man das bestmöglich für diese Einrichtungen eben auch nutzen? Genau, gestartet ist das mit einem partizipativen Prozess, wo man sagt, die Kinder und Jugendlichen sollen mitentscheiden, dürfen mitentscheiden und da ihre Ideen einbringen, wie dieser Ort zukünftig ausschauen soll. Die Kinder und die Jugendlichen haben noch praktisch ihre Ideen eingebracht, was ihnen wichtig ist am Platz. Aber herausgekommen ist einstimmig, was im Mittelpunkt gestanden ist, ist die Natur, die Nachhaltigkeit. Man hat einfach gemerkt, dass in den Kindern und den Jugendlichen die Zukunft wichtig ist. Das Besondere eben bei diesem Projekt, was so entstanden ist, eigentlich von null auf, ist ganz was besonders rausgekommen, und zwar das Zusammenspiel zwischen dem Bodenaufbau, der Biodiversität, der Artenvielfalt und dem dritten Aspekt, praktisch dem Lernkonzept. Ein anderer Aspekt ist sicherlich das Zusammenspiel von den ökonomischen Vorteilen, war die ökologischen und dann den sozialen Aspekten. Und was auch toll war zu sehen, wie einfach die ganzen verschiedene Bereiche gut zusammenspielen, sei es die Natur, die Bildung, Kultur und auch die Landwirtschaft und die Bauwirtschaft. Also der Klimagarten, den wir hier haben, ist ein besonderer Garten im Sinne der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir haben da eine Art Schwarmstadtprinzip. Das besteht im Grunde aus einem Grobschotterkörper, der mit Feinmaterial bestehend aus Grünkompost und Sand sowie Aktivkohle durchsetzt wird. Damit bildet es eine große Oberfläche, und diese Oberfläche ist imstande, dann viel Niederschlagswasser zu speichern. Dieses Niederschlagswasser steht dann den Pflanzen in Trockenzeiten zur Verfügung. Zur Pflanzenzusammensetzung ist Folgendes zu sagen, dass wir ausschließlich einheimische Pflanzen verwendet haben. Das heißt also, wir haben einheimisches Saatgut für die Begrünung, für das Saatgut, und dann sind einheimische Wildstauden und Wildsträucher und einheimische Bäume. Das Tolle an dem Garten ist, dass er nicht nur für die Grundschule als Pausenhof genutzt wird, sondern auch für den Kindergarten, für die Kita, für Familien, für Jugendliche, für Kinder am Nachmittag ganz, ganz viel genutzt wird. Auch für die Vereine, die was im Haus Ahren untergebracht sind, für den Familienverband, für die Senioren, für den Jugendtreff. Und das ist eigentlich auch ein Treffpunkt für die ganze Dorfbevölkerung.